Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe eine kleine Auswahl getroffen für meine Beauty-Favoriten vom vergangenen Jahr. Und zwar so ein bisschen aus dem höherpreisigen Bereich, also nicht die Sachen aus der Drogerie. Und ja, ich habe mich schwer getan, aber ich habe eine kleine Auswahl zusammen und die zeige ich euch jetzt. Los geht's! Da starte ich doch direkt mit den wundervollen Paletten. Ja, das ist schon, da habe ich schon so eine Leidenschaft und deshalb habe ich hier auch mal drei ausgesucht, mit denen ich immer arbeite. Also das sind so die, wenn ich auch heute, also heute habe ich zum Beispiel diese Chocolate Bar genommen von Too Faced. Ey, eine wundervolle Palette, die habe ich noch gar nicht so lange, aber ihr werdet gleich sehen, wenn ich die euch in der Nahaufnahme zeige, wie ich die schon benutzt habe. Das ist die von Anastasia Beverly Hills, diese Subculture. Mit der fange ich jetzt vielleicht mal an. Das ist eine Palette, die habe ich relativ günstig bei TK Maxx gekauft. Bin mir sicher, die gibt es aber auch online überall. Ich hätte sie mir wahrscheinlich zum Vollpreis gar nicht gekauft. Jetzt würde ich das aber schon machen, deshalb zeige ich die euch auch, weil ich die Farben so schön finde. Also ich bin super verliebt in diese Palette. Also das sieht man ja auch, dass das meine Farben sind. Das ist ein wundervoller Ton für die Lidfalte. Das ist hier oben dieser Dawn. Electric ist dieses Gold. Ach, es gibt Adorn, das ist so ein schöner Brauner. Also es sind einfach wundervolle Farben. Und diese Palette habe ich tatsächlich erst dieses Jahr entdeckt. Und ich hatte noch nie was von der Firma, von Anastasia. Also diese Augenbrauenprodukte hatte ich mal irgendwann vor Jahren getestet. Fand ich sehr gut. Und diese Palette ist auch total schön. Ja, sie bröselt ein bisschen. Das sieht man jetzt hier auch in der Nahaufnahme, wie die aussieht. Vor allen Dingen diese schimmernden Farben. Ihr seht auch, welche ich noch gar nicht benutzt habe, aber so ist es halt. Ne? Jeder hat ja so seine Farben. Und ich weiß nicht, so ist das halt. Ich müsste vielleicht mal was anderes ausprobieren. Mache ich vielleicht auch mal irgendwann. Aber im Moment, also gerade in dieser Jahreszeit, bin ich halt nur bei diesen Goldtönen. Aber auch so im Sommer. Ich war dieses Jahr eigentlich nur bei diesen Goldtönen. Also, das ist die Palette Nummer 1. Ein totaler Favorit. Gefolgt von einer Palette, die ich schon sehr lange habe. Die ist auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube, ich habe die euch letztes Jahr auch schon gezeigt. Aber was soll ich machen? Es ist halt meine Lieblingspalette, diese Chocolate Bar. Und ich glaube, die habe ich auch von TK Maxx. Bin mir jetzt nicht sicher. Und es sind auch meine Farben. Die sind einfach so wundervoll. Also das ist einfach, ja. Da weiß ich, ich gucke da rein und das, ich sehe auch sofort, was für mich gut funktioniert und was nicht. Und ihr seht auch, da sind schon einige hier. Hit the pen. Ja. Das geht bei mir so schnell. Ich denke manchmal, ich esse Lidschatten. Ich liebe es total. Also das ist eine wundervolle Palette. Aber welche Palette auch ultra toll ist, ultra toll. Die habe ich letztes Jahr, also schon vorletztes Jahr entdeckt. Das ist die von Natasha Denona. Diese Mini Glam Palette. Und das sind diese Brauntöne. Also ich muss sagen, so die Verpackung, naja, das ist jetzt nicht ganz so meins. Finde ich jetzt nicht so schön. Aber die Farben, die Pigmentierung, das sind so richtige, schöne, buttrige, warme Farben. Also ja, damit kann ich super easy schminken. Da muss man echt sich nicht anstrengen. Das ist, bröselt nichts. Ihr habt danach nichts im Gesicht hängen. Der hält gut, der läuft nirgendwo hin. Das ist übrigens bei allen, auch bei diesen beiden Paletten. Ne? Das sind tatsächlich mega Favoriten. Aber ich muss euch auch sagen, ihr könnt auch in der Drogerie von Essence, von Catrice, von diesem Revolution tolle Produkte kaufen. Aber wenn es jetzt um das Thema High-End geht, dann ist es das. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub fahren würde und man möchte jetzt nicht so eine riesen Palette mitnehmen, dann wäre es diese kleine, die ich immer dabei hätte. Dann habe ich dieses Jahr ein Produkt für mich entdeckt oder eine Kombination, die ich sehr gut finde und da Tatsache auch dieses Produkt für mich am allerbesten funktioniert. Ich hatte auch Sachen aus der Drogerie. Eine Sache zuletzt, die ich dann direkt entsorgt habe, weil die gar nicht geht. Und zwar handelt es sich dabei um die Augenbrauenseife, wo ihr also im besten Fall habt ihr vielleicht eure Augenbrauen gefärbt. Dann bürstet ihr die nach oben mit dieser Kombination. Das ist ein Spray. Ihr könnt aber auch einfach Wasser nehmen. Ihr habt ein Bürstchen, diese Mask-Augenbrauenbürstchen. Das sieht so schlimm aus. Es ist echt fast aufgebraucht. Aber das ist so toll. Man geht da rein und man bürstet sich die nach oben und die Augenbrauen, die liegen den ganzen Tag. Also da verrutscht nichts oder so. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt frisch gefärbte Augenbrauen habt, braucht ihr noch nicht mal Farbe. Dann bürstet ihr das einfach hoch und ihr habt schöne Augenbrauen. Und ja, das ist einfach, ich liebe das Zeug. Ich habe das auch im Alltag. Ganz schnell am Morgen gehe ich da ein bisschen rein, kämme die mir nach oben.
Und es sieht einfach gepflegt aus, ne? Ja, ich weiß, man könnte mit Augenbrauen, also ich könnte noch viel mehr machen, ich könnte da noch viel mehr zupfen lassen und irgendwie, was weiß ich, hier nachzeichnen und so. Habe ich keine Lust. Also für mich muss es irgendwie natürlich sein und ich mag das auch tatsächlich, wenn ich mich abschminke und ich bin dann so wirklich pur. Und da ist dann nichts, was da noch rauf ist. Das ist ja immer das Problem, wenn das vielleicht pigmentiert wurde. Und dann hast du da immer diese Balken im Gesicht, aber der Rest fehlt. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Ich glaube, bei mir geht das nicht. Deshalb ein tolles Produkt. Das ist diese Brow Soap oder Soap Brows von WBCO, der Original Brow Soap. Ja, googelt das mal. Ihr findet das. Wenn ihr eingebt Augenbrauenseife, Brow Soap, dann kommt das sofort. Das ist nämlich das Original. Und ich finde auch das Original am allerbesten. Ja, dann habe ich hier einen kleinen Schatz. Den habe ich auch schon Jahre. Habe ich mir jetzt wieder nachgekauft. Ist von Laura Mercier dieses wundervolle Puder, was eure Haut, das ist jetzt hier die Farbe oder Nummer 1. Das ist ein weißes Puder und das ist mit Vorsicht zu genießen. Also der könnt ihr auch richtig schlimm aussehen auf Fotos, ne, wo ihr dann so weiß im Gesicht seid. Aber damit kann man sich, das staubt hier, ganz dezent so ein bisschen, ja, so ein bisschen abpudern. Und ja, zum Beispiel auch den Concealer ganz gut setten. Und das ist aber halt nicht so maskenhaft. Ich finde, das ist wirklich was, was weich zeichnet. Das ist total schmeichelnd für die Haut, weil es gibt da ja auch Produkte aus der Drogerie, die dann günstig sind. Die machst du rauf und dann, boah, dann hast du erstmal so voll mega matt, was ich gar nicht so schön finde. Und dann nach einer Weile, oh, dann merkst du, wie das so überall spannt und trocken ist und so. Und das passiert mit Laura Mercier nicht. Das ist wirklich tolle, tolle Kosmetik. Ich bestelle die mal bei Douglas. Ja, manchmal gibt es da ja immer so Rabattaktionen. Ich hatte mir es auch zuletzt bestellt bei dieser Black Week, habe ich euch ja gezeigt. Und das hat man aber jahrelang. Ne? Das bekommt ihr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich es jemals leer bekommen werde. Und ich kaufe es mir dann halt wieder nach, weil ich es frisch möchte, wenn ich es dann so 6, 7 Jahre hatte. Ne? Dann kann man es auch mal auswechseln. Aber das ist ein ganz, ganz toller Weichzeichner. Also gerade für ältere Frauen oder eben Frauen, die so ein bisschen nicht so dieses super matte wollen, aber trotzdem so ein weich gezeichnetes Gesicht, das ist perfekt. Und dann komme ich direkt mal zu den Pinseln, die natürlich jetzt nicht gewaschen sind, weil ich sie gerade noch benutzt habe. Meine liebsten sind die von MAC im Moment. Jetzt nicht aus der Drogerie. Es gibt natürlich auch tolle Drogeriepinsel, aber die von MAC, das ist schon eine Hausnummer. Also muss ich ehrlich sagen, ich trage damit meine Foundation auf. Also ich habe jetzt so eine Puder-Foundation. Im Alltag mache ich da nur ganz wenig, dass du wirklich ungeschminkt auf der Haut bist. Ich finde das nicht gut im Alltag, wenn man das so maskiert ist. Ich hatte das mal wieder eine Zeit lang, da habe ich mir so ein Make-up gekauft in der Drogerie und dann hatte ich das da immer drauf, die Schicht. Und jetzt bin ich aber wieder eigentlich dazu übergegangen, im Alltag nur so ein bisschen Puder mit meiner Jane Iredale Foundation, die ich heute jetzt nicht dabei habe, weil guckt einfach in die letzten Jahre meiner Favoritenvideos zu Jahresfavoriten 2020. Da ist mit Sicherheit Jane Iredale drin. Oder ich habe die euch auch schon oft gezeigt, dieses Puder, dieses Mineral Powder. Oder ihr habt vielleicht Bare Minerals, das ist ähnlich, aber noch nicht so gut wie Jane Iredale. Das ist einfach top, top, top. Und diese Pinsel sind einfach mega gut oder toll zum Auftragen dieser Foundation oder für Puder aller Art. Das ist dieser 129S Pinsel und dann habe ich noch den 150S. Oh Gott, das geht schon alles ab. Das löst sich schon ab, weil ich es halt täglich im Einsatz habe. Und der große, der ist halt perfekt, wenn man so ein bisschen Bronzer noch aufträgt. Ich mache das ganz gern hier unten oder hier oben im Haaransatz so ein bisschen Bronzer. Aber genau, also diese beiden Pinsel top. Und zum Thema Pinsel, was trägt man mit dem Pinsel auf, ist natürlich der Blush. Ja, und der totale Favorit jetzt, da kann ich euch auch leider keinen anderen zeigen. Ich habe zwar einige ausprobiert, ist aber Tatsache der NARS Orgasm. Das ist so eine schöne Farbe. Und mein Etui ist natürlich auch schon kaputt, ja, aber er ist noch voll. Also deshalb kaufe ich mir jetzt auch kein neues. Aber der ist einfach so schön. Ja, da ist Gold drin. Also der hat so einen leichten, so einen schönen Pinkton mit Gold. Und ich glaube, der passt sich so jeder Haut an, ne? Das ist so der perfekte Blush für mich. Also es ist mein liebster Blush. Ich habe ein Produkt, das zeige ich euch oder habe ich euch gezeigt in den Favoriten der Drogerie. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Ich glaube, das kommt eher, genau. Da ist ein Produkt, das kommt dem ziemlich nah. Das ist eigentlich fast ein Dupe, aber das Original ist schon noch einfach,
Ja, das ist mega. Also die Farbe ist schon echt toll. Und ihr habt da auch nicht irgendwie Goldglitzer dran hängen oder so. Ihr habt einfach so einen schönen Schimmer. Was ich oft gefragt werde, ist mein Lippenstift. Also ein ultra toller Lippenstift, den ich jetzt viel getragen habe, ist dieser Pink Sorbet von Barbour oder Barbour. Der ist aber aus dem Sortiment genommen. Den bekommt ihr nicht mehr. Also das macht auch keinen Sinn, euch den jetzt zu zeigen. Aber ich habe jetzt für mich eine Alternative gefunden. Und zwar ist es dieser wundervolle Yves Saint Laurent. Das ist die Farbe 59. Ich werde euch versuchen, diese Rouge Pour Couture, ich werde euch versuchen, den zu verlinken. Aber das ist von Yves Saint Laurent, wenn ihr da bei Douglas auf der Seite seid und ihr gebt einen glänzenden Lippenstift, also mit einem glänzenden Finish, dann kommt nur der. Das ist so ein richtiger schöner Roséfarbener. Ihr seht jetzt auch in der Nahaufnahme, dass dieser Lippenstift verschmiert ist, weil ich den mische mit einem anderen. Also, ich trage auch gern drunter. Also, heute habe ich zum Beispiel einen roten Konturenstift. Das ist da nehmt ihr irgendeine rote Farbe, die ihr habt, und geht dann mit diesem Ton drauf. Der ist sehr hell. Den könnt ihr auch im Sommer so als ganz hellen Lippenstift tragen. Ich finde den so gut. Und der hat halt auch dieses schöne Glänzende. Ich liebe das. Ich liebe es. Viele Frauen lieben nur matte Lippen, ne? Ich meine, ich stehe total bei mir auf diese glänzenden Lippen. Oder ja, oder man macht irgendwie gar nichts drauf. Das kann ich auch. Ich habe nicht immer Lippenstift drauf. Aber der ist einfach traumschön. Und diese Yves Saint Laurent Lippenstifte, das ist jetzt hier mein dritter. Die sind super cremig, pflegend. Das trocknet nicht aus. Also, das ist einfach, die sind toll pigmentiert. Man braucht da ganz wenig. Man kommt lange mit hin. Ihr könnt das ja auch mit dem Pinsel auftragen, je nachdem, wie ihr wollt. Aber das ist ein tolles Zeug. Und dann gibt es ja noch diesen aus der Drogerie, diesen Maybelline Summer Pink, den ich aber nie mehr, also den ich nicht mehr empfehlen möchte, weil der einfach schlechte Inhaltsstoffe hat. Das habt ihr mir geschrieben. Irgendwann kamen ganz viele Nachrichten, dass der übelst schlecht sei. Deshalb kaufe ich den auch nicht mehr. Ich trage den fast nicht mehr, ne, und bin jetzt auf den hier gegangen. Und ja, dann gehen wir mal weiter Richtung Augenbrauen. Das hätte ich euch eigentlich vorhin zeigen können, als ich euch die Seife gezeigt habe. Und zwar ist das von NYX oder NYX, dieser wundervolle Espresso Brow Tint Pen. Also da habt ihr so eine ganz feine Spitze und der ist mega toll. Also, der kommt auch richtig Farbe raus, sehe ich jetzt hier gerade. Kommt da vorne gut raus. Damit könnt ihr richtig schön zeichnen. Also, da könnt ihr eure Augenbrauen nachzeichnen. Das hält gut. Der zeichnet ganz fein. Und ja, muss man so schütteln. Kommt auch immer wieder Produkt raus. Ich habe den jetzt schon sehr lange. Ich habe mir das Backup schon nachgekauft. Und das ist auch im Alltag ganz schön. Also eigentlich braucht ihr die nur so hochbürsten mit dieser Seife, zeichnet dann so ein paar Striche nach und es sieht super aus. Naja, und dann natürlich die beste Mascara ever ist für mich die Too Faced Better Than Sex. Die und auch die Damn Girl von der gleichen, ne, von Too Faced. Diese beiden Mascaras sind einfach super toll. Ich trage die auch im Alltag gerne mal noch so als letzte Schicht dann drüber, über meiner normalen Mascara, die ich euch ja gezeigt habe, und dann gehe ich mit der noch mal drüber und dann bekommt ihr einfach noch mal ganz andere Wimpern. Die werden schwarz, die werden dicht, die werden lang, und das erreiche ich mit den Drogerieprodukten nicht so gut. Also es gibt ja die L'Oréal, diese Paradise, die kennt ihr ja alle, die ich auch sehr gut finde, aber irgendwie klumpt die dann und dann komme ich doch nicht so klar, und mit der habe ich keine Probleme. Also die geht bei mir ultra toll. Und hält gut, da klebt nichts, das läuft nicht irgendwo hin und lässt sich auch gut wieder abreinigen. Finde ich auch so eine Sache. Nicht, dass man da aussieht wie ein Panda dann stundenlang Abend. Also man kann es gut abreinigen. Und das ist eine super tolle Mascara. Jetzt ein wichtiges Thema. Mache ich einen Sprung, was für mich auch zur Beauty dazugehört. Und das ist so wichtig, das ist so elementar, weil wenn ihr das nicht habt, ja, ganz ehrlich, dann. Ist es so, in einem bestimmten Alter ist es einfach wichtig, dass man sich auch von innen pflegt, obwohl das würde ich euch auch schon mit 20 empfehlen. Fangt da so früh wie möglich an, dass ihr so zeitig wie möglich euch gut ernährt, viel trinkt, aber jetzt auch nicht 3 Liter am Tag, weil dann spült ihr die Mineralstoffe auch wieder raus. Also, dass man da so ein bisschen bewusst mit sich umgeht, dass man vielleicht Sport macht, dass man versucht zu schlafen, dass man nicht raucht, dass man nicht trinkt, und wenn dann alles in Maßen, alles in Maßen, das ist, glaube ich, das ist so der gute Weg. Und was ich euch hier nochmal zeige heute, weil ich das so schön finde, ist mein Hyaluron. Also, ich trinke seit 2 Jahren jetzt dieses Proceanis flüssige Hyaluron.
Da sind auch Zaubersachen drin, wie Niacinamid und Vitamin A. Und ach, das ist einfach ein Zaubermittel, was ihr direkt schon supplementiert. Also nicht nur von außen aufgebt, sondern Tatsache von innen schon anfangt. Und das ist jetzt ganz kalt aus dem Kühlschrank. Das ist halb jetzt aufgebraucht. Das ist meine Flasche, habe ich gerade geholt. Und da habt ihr diesen kleinen Becher, füllt euch da was rein, trinkt das jeden Morgen, diese 10 ml, ist ein Schluck. Und langfristig macht das was mit euch. Also bei mir hat es total gewirkt, auch innerlich. Also noch nicht mal nur so an der Haut habe ich es gemerkt, sondern ich habe es an meinen Gelenken gemerkt. Ich habe euch das schon oft erzählt. Ich kann da auch nicht zu viel erzählen, ist auch immer so eine Sache, ne? Meine Erfahrung ist halt einfach, dass es tolles Zeug ist. Ich bin süchtig danach. Ich kriege die Krise, wenn ich weiß, die Flasche geht leer und ich habe kein Backup. Dann muss ich immer sofort bestellen. Und ich habe da auch einen Code, den schreibe ich euch hier hin. Damit spart ihr immer 15%, Amelie 15, was sich auf jeden Fall lohnt. Und ich euch nur den Rat geben kann, macht es langfristig. Und jetzt gab es zu Weihnachten, oh Gott, ich habe mich so gefreut, eine Special Edition. Ich hoffe, die gibt es noch und ihr könnt das bestellen. Da bekommt ihr ein super tolles, großes Paket, wo ihr erstmal richtig lange mit hinkommt. Und dazu dieses wundervolle, oh, wunderschöne Tuch. Und oh, das ist einfach traumschön. Und das Problem ist ja bei mir, weil ich ja meine Haut gerne penetriere mit Vitamin A oder Retinol von außen, dass ich manchmal am Hals, dann so ist es schwierig. Und wenn ich dann so eine Wollschals trage oder einen Wollmantel, dann ist mir das unangenehm. Wenn ich aber dieses Tuch dazwischen mache, das ist so zart, das ist so weich. Das ist ein wundervolles Tuch, auch für den Sommer, so ein leichtes Tuch. Die Farbe ist der Klopper. Und jetzt kommt's. Ich hatte das Tuch aber heute Nacht in den Haaren. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Meine Locken, die habe ich mir einfach mit diesem Tuch hier gemacht. Heute Nacht, das war so easy. Also ich nehme dann hier dieses Tuch, ne, lege mir das hier so rum, wickel meine Haare da rein und gehe damit schlafen. Und es ist ganz weich, die Haare werden nicht zerkratzt, da wird nichts, was reibt oder die Haare kaputt macht. Ihr braucht keine Hitze. Und dann macht ihr das raus und dann habt ihr einfach schöne Locken. Und das hält Bomben. Also bei mir hält das jetzt tagelang. Ja. Und das ist einfach ein so, das ist einfach, das haben die gut gemacht. Aber ich kann euch auch sagen, die Leute, die dahinter stehen, hinter diesem Produkt, was in Deutschland produziert wird, die besten Standards erfüllt, auch wenn ihr das nach Hause bekommt, wie das verpackt ist. Ihr werdet sehen, was ich meine. Das ist einfach eine ganz besondere Philosophie und da sind auch die Menschen, die dahinter sind. Ne? Die stecken da sehr viel Liebe und Herz rein und ja, also ich feiere das Hyaluron so sehr. Deshalb musste das hier in meine Beauty-Favoriten High-End, weil es ist ein Produkt, was man wirklich sich so gönnt, wo man sagt, so jetzt ganz bewusst mache ich das. Ne, das ist sowas ganz Luxuriöses, aber das ist der Luxus, der so wichtig ist, so wichtig. Ich würde auf alles andere verzichten, aber nehmt solche Sachen ein. Ne? So, und dann habe ich noch einen Schatz. Und zwar ist das für mich, ich bilde mir zumindest ein, dass das gut ist. Das ist dieses Olaplex. Ne? Das ist ja ein Mittel, was man auf die Haare gibt. Das ist die Nummer 3. Ich habe euch das schon mal erzählt. Meine Freundin ist ja Friseurin, Stylistin und die ist richtig groß dabei. Die stylt ständig irgendwelche Schauspieler, die ist bei irgendwelchen Fashion-Shows und so. Also die kennt sich mit Produkten richtig gut aus. Die ist auf ganz vielen Ausbildungen, Schulungen, wo die ständig die neuen Trends und so. Und die meinte, was hast du denn bloß mit dem Olaplex? Das ist so ein Quatsch. Ich stehe dahinter. Es tut mir leid, weil es meinen Haaren gut tut. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich meine Haare damit doch versorge und dass sie eben nicht abbrechen und nicht so leicht kaputt gehen. Und ja, das ist ein Mittel, was ich dann in meine nassen Haare reinmache, lasse es meistens über Nacht oder einen ganzen Tag, 24 Stunden drauf. Dann spüle ich es wieder aus, dann werden die Haare nochmal schamponiert. Da gibt es auch korrekte Anweisungen, könnt ihr mal hier bei YouTube schauen oder Instagram. Da wird euch genau erklärt, wie ihr das anwendet. Danach mache ich noch eine normale Haarkur, irgendwas aus der Drogerie. Und dann sind meine Haare immer sehr schön. Ja, ich liebe dieses Olaplex und deshalb zeige ich es euch. Ganz wichtig, ne? Also wenn wir jetzt hier uns schön machen, ist natürlich auch die Hautpflege. Und für mich zählt da auch natürlich meine liebste Lieblingspflege. Kennt ihr jetzt alle, an alle Neuen herzlich willkommen. Es ist Dalton. Und Dalton, ja, ich bin jetzt ja auf diesem Trichter, dass ich auch meinen Körper mit Vitamin A bearbeite. Und ich finde das so gut. Die Haut wird so weich. Und ich würde euch auch empfehlen, das jetzt zu machen, also in der kalten Jahreszeit, nicht im Sommer, wenn ihr in die Sonne geht oder im Frühling, dann würde ich das Öl erstmal wieder weglassen, ist mein Gefühl. Also ich
mache halt jetzt so eine Anwendung mit meiner Haut, benutze halt auch jetzt mein Vitamin A, meine Creme, ich habe noch eine Maske und ja, ich feiere das total. Das ist wichtig für die Haut und ja, bekommt ihr natürlich nicht in der Drogerie, deshalb zeige ich es euch heute hier. Falls euch das Thema interessiert, dann guckt gerne mal in meine älteren Hautpflegevideos rein. Da habe ich euch auch das alles erzählt, wie das Vitamin A mit der Haut arbeitet, ne? Wie das einfach die Haut so von Verhornungen löst. Und wenn ihr dann noch Fruchtsäurepeeling macht, dann könnt ihr da eure Haut echt langfristig schön gepflegt halten, ohne dass man jetzt direkt so was Heftiges machen muss. Also da habe ich ja schon lange mal drüber geredet, ne? Über so invasive Kosmetik, weiß ich nicht, Hyaluronspritzen oder so. Kann man alles machen, jeder wie er möchte. Ich versuche es so lange wie möglich natürlich zu machen und da helfen mir halt solche Produkte. Und die totale, also was Next Level ist, wenn ihr ganz, ganz weiche Haut wollt, ganz weiche Haut, das werdet ihr mit keiner Kombination hinbekommen, also ohne ein Peeling. Ja, klar, wenn ihr jetzt zum Beispiel in die Wanne geht und ihr macht ein schönes Peeling mit Öl und Zucker, das ist natürlich auch toll. Dann habt ihr immer eine sehr weiche Haut, aber ich kann mich ja nicht jeden Tag peelen. Das geht ja irgendwann auf die Haut, ne? Das ist ja nicht gut. Aber diese Kombination aus dem Öl und der Body Butter, dieser Spa Deluxe Butter, oh, die ist, das ist so, ja, sie ist auch schon wieder echt hit the pen. Die duftet, die riecht so gut, so sauber. Das ist für mich Spa, sauber, appetitlich. Das Öl riecht nach nichts, das ist eher ganz unaufgeregt. Und ich mache dann halt, wenn ich in der Badewanne war oder in der Dusche, danach öle ich mich ein und dann gebe ich die Butter drauf. Ja, da könnt ihr eure Füße, die Beine, es wird so weich. Und wenn ihr dann einen Schlafanzug anzieht, euch vielleicht irgendwo einkuschelt, euch so verwöhnt, das finde ich so wichtig. Genau, also das ist einfach auch, sind Produkte, die, wie sieht das denn aus? Naja, klar, wenn ich es dann voll verölt anfasse, sieht das so aus, ne? Aber das musste ich euch unbedingt auch hier heute zeigen. Ja, das war's. Ich habe versucht, mich kurz zu halten und jetzt nicht hier so eine Stunde zu machen, sondern euch wirklich so meine liebsten Sachen. Also wenn ich jetzt verreisen würde, dann hätte ich diese Sachen alle dabei. Genau diese Haarkur. Es könnte ein olles Shampoo sein, aber ich bräuchte meinen Olaplex, meine schöne Palette, das Körperöl, mein Hyaluron. Also ja, das sind so die Sachen, die ich einfach täglich brauche, die ich immer bei mir habe. Und ja, ich freue mich, dass ihr hier seid und freue mich natürlich auch über eure Empfehlungen, denn durch euch habe ich auch schon sehr viel entdeckt und mir dann gekauft, weil ihr geschrieben habt, oh Gott, du musst das probieren oder das. Dann mache ich das auch zum Thema Parfüm. Oh Hilfe, da könnte ich auch eskalieren. Und ja, ich höre aber jetzt auf. Ich freue mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich freue mich über euren Daumen.